Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ich habe ein paar Sachen umgestellt, plus ich spiele auf einem anderen Display, plus ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gemacht. Es hat sich also eigentlich verändert. Aber wir machen jetzt nochmal dieses Rennen, das ich gerade eben verkackt habe, weil ich nur mit 20 FPS gespielt habe und jetzt spielen wir mit 60. Also mehr als früher. Aber ich habe auch einige Einstellungen verändert. Ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr das jetzt findet, ob ihr es besser findet als vorher oder schlechter. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Es ist, glaube ich, nur nicht so lebendig. Glaube, ansonsten ist es sehr ähnlich. So. Ich habe mich eben richtig hart von ihr abziehen lassen, weil das scheiß Spiel halt nur auf 20 FPS läuft. Oder lief, jetzt läuft es auf 53 gerade. Wer schon mal ein Spiel auf 20 FPS gespielt hat, der weiß, das ist nicht so furchtbar geil. Dementsprechend hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe mich übrigens ein bisschen erkältet. Wir waren heute im Heidepark. War sehr lustig. Also Sonntag. Das Video hier ist nämlich erst Sonntag aufgenommen und das war echt kacke. Ich habe nämlich schon wieder eine ganze Menge zu wenig Zeit für alles Mögliche. Ich habe noch kein Metro aufgenommen. Metro ist ja Sonntag auch ausgefallen. Samstag sind alle Videos ausgefallen. Tut mir sehr leid. Aber ich habe es nicht anders hingekriegt. Und ich muss morgen auch schon wieder arbeiten. Und Dienstag muss ich auch arbeiten und Mittwoch fahren wir zur IAA. Donnerstag und Freitag muss ich gucken, ob ich da arbeiten muss. Und Samstag, Sonntag habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, Samstag, Sonntag kann ich wieder ganz entspannt aufnehmen für die restliche Woche. Und dann habe ich auch wieder relativ entspannte Dienste. Da hocke ich nämlich nur in der Fahrdienstleitung rum. Das heißt, da habe ich wieder ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Da sollte dann wieder Normalität reinkommen. Ihr habt von dieser Abnormalität jetzt gar nicht so viel mitgekriegt, außer dass Sonntag halt nichts, Samstag nichts kam, leider. Weil ich da halt arbeiten war. Denn ich habe die ganze Woche über relativ langen Tag gehabt. Und deshalb kam ich nicht zum Aufnehmen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeit. Jetzt sollte das wieder chill werden. Und ja, ne? Ich denke, das wird jetzt wieder besser. Ich hoffe wirklich, also es kann ja sein, dass die Grafik jetzt viel besser für euch ist, weil YouTube besser mit den Farben und den dargestellten Helligkeiten so klarkommt. Könnt ihr mir gerne reinschreiben, vielleicht sieht es auch aus wie eine Katastrophe. Auch ob euch 60 FPS auffallen, könnt ihr ja mal schreiben. Ich nehme eigentlich mit 60 FPS auf, das heißt, es müsste eigentlich auffallen. Die Fotze kommt natürlich immer näher. Obwohl wir ein echt schnelles Auto haben. Kommt die immer näher. Aua. Damit habe ich gerade ehrlich gesagt nicht gerechnet. Hier ist sie eben übrigens außen an uns vorbeigefahren. Also, ob ich jetzt außen oder innen fahre, macht wahrscheinlich den Brei nicht fett. Ich denke, die KI ist einfach so gemacht, dass sie schneller ist als wir. Was ein bisschen doof ist, aber naja. Also in ernsten Situationen schneller ist als wir. Musik hören wir ja zum Glück nicht. Was? Ah, das war arschknapp, Alter. 4 Minuten 18. Ja, müssen wir neu starten, ne? Tut mir sehr leid, aber ich kann jetzt auch schlecht schneiden. Wie gesagt, das Video muss hochkommen. Die hat ein echt beschissen schnelles Auto, Alter. Ja, wie. Oh Gott, das war jetzt mein Fehler. Wie gesagt, die KI in dem Spiel ist echt leider einer der stärksten Kritikpunkte. Plus nicht so das Tuning-Vermögen. Ne? Also man kann echt nicht so viel machen, leider. Oh Gott, habe ich Halsschmerzen. Ich habe mich erkältet, glaube ich, heute.
Ich habe seit heute Mittag nämlich ungefähr Halsschmerzen. Wir sind heute Morgen schön um 10 im Heidepark gewesen, ne, wenn man da aufmacht. Ist natürlich richtig weit weg von Wiesbaden aus. Muss natürlich früh losfahren. Knapp 3 Stunden oder 2, glaube ich. Aber man kann ja mal in Heidepark fahren, ne? Mal auch Spaß. Schöne Gegend. Bekannter von mir arbeitet dort oder Kumpel, dadurch sind wir gut reingekommen. Den haben wir gut abgebremst. Wir fahren ja schon echt nicht langsam durch die Bude hier durch, ne? Mal gucken, vielleicht kriegen wir nach dem Ding hier wieder ein einzigartiges Leistungsding, was wir in unseren Lancer stopfen können. Das wäre natürlich cool. Ich habe immer noch nicht ganz so verstanden, wie das mit den einzigartigen Sachen funktioniert, ob es nichts Besseres gibt als die. Oder ob das mehr dann so für den Zeitraum nichts Besseres gibt. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Falls es einer von euch weiß, gerne in die Kommentare. Ach Gott. Holy moly, Alter. Man kann die KI leider gar nicht mehr wegdrücken wie in Underground 2. Das geht leider null. Das war immer das Beste in Underground 2, einfach KI wegdrücken. Das hat mir sehr gut gefallen immer. Sehr schade. Fehlt dem Spiel hier ein bisschen. Aber was soll man machen? Vor allem ist es halt auch mega dumm, dass man eine KI nicht wegdrücken kann. Ich meine, wenn du ihr gegen den Arsch fährst, was soll sie machen, ne? Hier mache ich immer wieder den gleichen Fehler. Da sind wir schön in den Arsch gefahren. Das war sehr schön. Ist ja auch ausbremsen. Einfach schön viel Boost behalten für. Fürs Ziel. Fällt mir echt ein bisschen schwer, jetzt gerade hier so zu moderieren, nenne ich es vorsichtig mal. Bei den Halsschmerzen tut nämlich echt übel. Was hat er denn gemacht? Oder sie besser gesagt. Ich sollte mich vielleicht nicht so aufs Radar konzentrieren, sondern eher aufs Fahren. Na, zack, auf einmal ist es easy. 200 Meter knapp. Schön, nächstes Rennen. Drag. Drag wird, glaube ich, kacke. Ich wollte eigentlich auch nochmal tunen, bevor wir hier hinfahren, glaube ich. Aber macht nichts. Fuck, ich weiß gar nicht mehr, wie man schaltet. Ich konnte nicht schalten. Also ich habe keine Ahnung, welche Taste ich schalten habe. Optionen. Steuerung. Xbox One Controller. Taste 3 und Taste 4. Okay, ich habe auf Hochschalten ein paar Mal gedrückt. Drunter schalten müsste das sein, ne? Ja. Hä? Okay, ich habe ein paar Mal auf Hochschalten gedrückt, dabei hat es nicht gemacht. Nein, es funktioniert einfach nicht. Also, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe getippt ohne Ende, ne? Okay, hochschalten funktioniert nur nicht. Interessant. Warum funktioniert hochschalten nicht? Kann nicht sein. Das funktioniert ansonsten ja auch. Hochschalten. So. Es funktioniert einfach nicht. Okay. Wir brauchen niemals runterschalten, deshalb lege ich die Tasten. Was? Nein.
Eins. Nein! Der Zaun von dem Controller, ne? Was habe ich gemacht? Warum bin ich in der freien Fahrt? Och nö. Ich muss sie nochmal machen. Och Mann, leck mich im Arschloch drin, ey. Wieso funktioniert. Also, ich weiß nicht gerade genau, was gerade passiert ist. Ich kann das leider nicht überspringen. Nochmal, ich hasse es, ey. Tut mir leid, habe ich irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken wollte? Ich wüsste aber echt gern, warum Hochschalten nicht funktioniert, ey. So, ich muss jetzt erstmal kurz, dass ich gleich nicht wieder dastehe wie ein Idiot. Nein. Okay, nein, hochschalten funktioniert einfach nicht. Also ich kann runterschalten, wie ihr seht. Ich drücke hochschalten, es passiert nichts. Ich kann den Motor nicht schalten. Ich verstehe es vorne und hinten nicht. Ich werde es gleich mal mit Tastatur probieren. Aber ich kann mit diesem Auto nicht hochschalten. Ich probiere gerade aus, tut mir leid. Ich habe keine Zeit zu schneiden, leider. Aber wie gesagt, die Videos hier sind alle recht scheiße produziert aktuell. Was heißt recht scheiße produziert? Sind genauso produziert wie alle anderen Videos. Ich muss gleich wahrscheinlich schneiden. Ach komm, ich schneide. Bis gleich. So, damit willkommen zurück. Ich kann wie erwartet nicht schalten. Ich gucke jetzt, wie hochschalten hier ist. Umschalt, okay. Ah, okay, ich kann aber. Hä? Jetzt funktioniert. Hä? Jetzt funktioniert es auch mit dem Controller. Ich bin verwirrt. Oh, der ist aber zackig auf Gas, ey. Okay, der ist echt zackig. Das war das einfachste Drag-Rennen, was ich jemals gehabt habe, glaube ich. Ich hatte halt nur Probleme mit der Schaltung, das war echt kacke. So, übrigens, die haben wir abserviert. Nice, der nächste. Achso, zwei Symbole, ja. Mache ich gerne. Wir nehmen Leistung. Getriebe, nice. Und das da. Verwarnungsgutschein, ja gut. Nächste ist die liebe kleine Kira oder auch Case. Nummer 7. CLK 500 mit dem dreckigen Kack-Mercedes. Frau Kamikaze. Mit einer hässlichen Kiste. Ich habe übrigens 86 FPS, also es laggt. Das die Cutscene, ne? Also, die, nicht die Cutscene laggt, sondern die ist halt kacke einfach. Und ich glaube, ihre Spezialität sind Verfolgungsjagden, wenn mich das täuscht. Was willst du denn? Keine Ahnung, wer Ronnie ist. Da wir jetzt gerade ja noch ein bisschen Zeit haben, würde ich gerne hier rein und mal nach Teile gucken. Wir haben scheinbar noch einen Spoiler. Aber wo, ist die Frage? Die scheint eigentlich neu zu sein. Ich finde unseren bisher immer noch am besten. Okay, ich finde unseren immer noch am besten. Ah, die sind neu, okay.
Den finde ich auch echt gut. Ah ne, das sind diese getrennten, die finde ich nicht gut. Sah erst so aus, als ob die zusammen wären. Warte mal, Felgen gibt es doch bestimmt neue, oder? Aber eigentlich finde ich die Felgen von dem ganz gut. Vielleicht schmaler, vielleicht wirklich die. Merken wir uns 5 SICK. Die finde ich auch ganz gut, aber die sind auch nur ein bisschen schmaler Zeuge. Ich weiß nicht, ich finde die schon ganz gut. Das sind die einzigen PBS, die mir gefallen, glaube ich. Ja, sind tatsächlich die einzigen PBS, die mir gefallen. Sind ja die Serienfelgen. Sind alle Kacke. Wir machen heute übrigens nur Tuning, ne? Also, vielleicht machen wir noch ein paar. Ach ne, ist ja schon 19 Minuten, aber ich habe geschnitten. Ha, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir noch ein kleines Rennen. Das sieht aus wie ein Lambo-Rad für mich. So. Okay, finde ich alle nicht so gut. Mal Roya-Felgen durchgucken. Ja, ich denke, wir nehmen diese hier. In 20 Zoll natürlich. So, gibt es eine neue Motorhaube? Maus wieder raus. Nein, gibt es nicht. Ich finde den Scheiß vorne einfach dumm, ey. Ich will ja nicht so eine fette Riesenhaube drauf haben. Sieht kacke aus. Und das Bruder will ich gar nicht. Ja, möchte ich kaufen. Danke für den Tausender. Und da möchte ich Leistung haben. Oh, neue Reifen, nice. Das ist sehr gut. Oh, nice. Ja, die haben wir drin. Nice. Ich will richtig Kohle hier reinwichsen. Gut, nehme ich auch alles. Optik hätte ich gerne. Wir machen das Ding nämlich jetzt matt-weiß. Das ist bei Spezialeffekten dann da unten. Weil ich die Farbe auch recht gut finde. Bei der Grün gefällt mir auch recht gut. Und Grau. Ich glaube, wir machen den Grau, weil unser Ding jetzt schon weiß ist, oder? Komm, wir machen den mal Grau. Kann man ja ändern. Und vielleicht machen wir mal Wettbewerbssieger. Okay, die sehen echt kacke aus, weil die halt echt nicht so hochauflösend sind, ne? Ja, leider. Die finde ich auch nicht so gut. Karosserie. Flammen finde ich dumm. Das sieht ganz lustig aus. Irgendwie gefällt mir das alles nicht so gut. Das Einzige, was mir gefallen hat, war ganz vorne noch mit. Eins von denen hier. Das aber, irgendwie gefällt mir das auch nicht mehr. Nee, war dann aber noch früher, ne? Das hier fand ich ganz gut. Und das halt wirklich vielleicht in so einer. So? Oh, finde ich auch gut, ey. Fahren wir so mal rum. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Ich kann das gerne ändern. Ich muss das jetzt nicht so fahren. Felgenfarbe machen wir mal anders. Die machen wir dann nämlich auch so wie. Das ist die Farbe, ne? Ja, wie passen die alle nicht? Also das ist die Farbe, glaube ich, aber irgendwie passt die nicht. Machen die weiß? Oder machen wir die einfach blau? Wir machen das Travel doch blau. Jack! Komm, wir machen die mal so und wir machen die Tribal-Farbe auch black. Auch.
Blau. Das ist das Blau, würde ich sagen. Jetzt haben wir zwar zwei Autos, die fast die gleiche Farbe haben. Aber ich finde die Farbe einfach gut. Das Schwarz hier, was es hier übrigens gibt, finde ich übrigens scheiße, weil es ist echt nicht so schwarz. Und ich finde blaue Dingens dumm. Dunkelschwarz ist nicht so dunkel wie dunkelperlschwarz. Ja. Was gibt's für Spezialarmaturen? Nichts Geiles, oder? Ja, doch, die ist ganz lustig, aber. Ne, ich finde die alle kacke. So, dann gehen wir nochmal ins Hinterzimmer. Leistungen. Getriebe. Fahrwerk. Hat ja alles schon drin, ne? Turbo. Ich dachte, weil wir jetzt noch ein neues Getriebe gekriegt haben, können wir das vielleicht auch in den reinstecken. Aber scheinbar nicht. Wir haben ein bisschen mehr Power jetzt. Von hinten ist unser Auto jetzt halt komplett blau. Und von vorne nur noch weiß. Finde ich irgendwie auch geil. Aber dass der kleine Spoiler hinten weiß, ist auch dumm. Gut, finde ich aber irgendwie gut, glaube ich. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich muss ihn jetzt schneiden. Und vorher vielleicht noch ganz schnell ein Part Metro aufnehmen, damit ich die morgen hier beide hochladen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Knall.